Oh Leute, ich wollte euch jetzt hier mal ein paar Fotos zeigen. Das ist ja übelst krass, hey. Mal schaut euch das mal an. Das ist jetzt hier das CS-Port-Dings da. Übelst krass, geil sieht das aus. Sieht aus wie 13. Kennt ihr das Spiel 13? Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Sau, das geile Ego-Shooter spielen. Komm, X-Style. Cell-Shading. Ist es Cell-Shading? Nee. Dann würde hier ein Strich sein. Auf jeden Fall gehen nicht mehr die Screenshots hier. Sieht echt richtig geil aus. Oh, das Spiel könnte so populär werden. Es ist krass, ist es krass, was das ein populär, was für einen Faktor hat. Das ist echt krass hier auf Android. Leon Bowers. Und überall, ja, ich muss schnell mal zum Speicher fast leer. Also von meiner Festplatte. 1 TB für Filme, ja. Hi Leute und herzlich willkommen bei Let's Play. Nee, Spaß. Kein Let's Play. Das ist ein, na, okay, wie soll ich es nennen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auf Facebook C. S 1.6 CSS klont sozusagen von Leuten, die ich persönlich nicht kenne. Es sieht sehr vielversprechend aus. Das ist sehr interessant eigentlich. Vor allem, das ist die Unity Engine, so heißt die Engine, wo das Spiel programmiert worden ist. Das gibt es für Android, ich glaube, das ist eine andere Engine. Und für Facebook jetzt hier. Ich kann auch, ich poste dann einen Link rein, dann könnt ihr es auch selber zocken. Das ist irgendwie, also normalerweise würde es fucking übelste Copyright-Probleme geben. Mal gucken, was Valve da macht. Vielleicht sagt der Valve, ey Leute, ihr dürft weitermachen, aber ihr müsst Kohle zahlen und dann gilt es klar. Und ich weiß nicht, wie es abläuft. Auf jeden Fall kann man hier, ey, das ist schon geil, ne? So eine FY Simpson Map, ne? In ein Facebook-Spiel zu integrieren, Hammer. Da kann man, ja, keine Ahnung, hier steht so nichts, aber das ist ja ein Typ auf 200, das geht doch gar nicht. Oh, das hier, irgendwie. Na, okay, besser geht's nicht. Theoretisch, da kannst du irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß auswählen. Nee, den kann ich nicht mehr, okay. Jo, Alter, geh halt ins Haus rein, du Idiot. Mein Gott, da gibt's wieder so blöde Spiele. Kannst du jetzt 10 Stunden warten, bis fertig ist? Ey, das sieht echt aus wie CSS. Aber ich glaube, hier ist Bomben in der AK-20. Jetzt gibt's nur eine Waffe. Ah, es ist ja noch in der Early Beta-Version. Aber trotzdem eigentlich genial gemacht. Dass das mit der Unity Engine funktioniert. Vor allem in Facebook. Das ist schon genial. Jetzt geh doch raus, du Idiot. So eine Ewigkeit. Na okay, bis jetzt können wir noch keine Tür öffnen oder so. Und wie ihr sehen könnt, wenn ihr genau hinschaut, der ist es ein bisschen schwer. Das ist, wenn das Spiel nur eine triliane Filterung hat. Das ist 1 Meter vor dem wird erst das Bild klar. Also es wird dann unscharf, meine ich. Und 1 Meter Radius von den Personen ist alles klar. Texturen vom Boden und alles. Macht der mal hinne oder so? Ey, das ist ja zum Kotzen, ey. Was sind das für Loser-Spiele? User 59. Ups. Was habe ich für ein Ping? Ich habe einen Nuller Ping. Das ist natürlich besser, geht's gar nicht mehr. Der hostet der Sirak. Ach so, stimmt, ja, es gibt ja. Okay, jetzt geht's los. Waffe. Man kann sich nicht ducken, man kann zur Person spielen. Cool. Das war zu schnell. Oh, oh shit. Nein, nein, geh mich nicht. Oh, leck, jetzt packt's. Oh shit, fuck the knife. Jetzt hat sie's entpackt. Ich will doch die Klasse nicht wechseln, du Idiot. Ich auch, ey, jawohl, jetzt ist die Sensitive noch. Jetzt. Jo. Leckter Arsch. Irgendwann dreht durch, ey. Auf jeden Fall. Ey, schon genial gemacht. Hat man nur eine Waffe und einfach abschießen.
buggt halt noch, wenn man Escape drückt irgendwie und sein TV ändern würde oder so. Tome Delas 2. Ich bin auf falsche Website gegangen und dann bam hat's Fraps nicht mehr aufgenommen. Na, auf jeden Fall sind wir wieder hier. Sollen wir jetzt kein einziges Mal spielen. Ey, oh cool, oben links die Map. Das wäre so schön, wenn ich mal spielen könnte. Endlich! Ja, die, ey cool, auch nicht schlecht nachgemacht. Schau die Filterung hier an. Seht ihr's? Hier ist unscharf. Hier ist immer scharf, 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 scharf. Hier, da haben wir irgendwie zwei. Hier, Dribble Kill. Ich hab einen Kill gemacht. Nee. Jawoll, so läuft's. Ja, wenn das Spiel jetzt noch weiter programmiert wird, weiter ausgeklügelt wird und Valve das erlaubt, was natürlich echt genial wäre, dann könnte es ein übelstes populäres Spiel werden. Ein richtig übelstes populäres Spiel. Könnte populärer werden als Doodlejump. Ich würde sogar in den Medien wahrscheinlich dran kommen, in den Nachrichten. Das neue Counter-Strike Amoklauf Übungsprogramm Spiel wurde... Kann man jetzt in Facebook spielen. 100 Millionen Menschen werden Amok laufen. Ist das ein guter oder ein schlechter? Ist das ein guter oder schlechter? Naja, ist das originalgetreu? Ja, denke ich schon. Ah, T6.6, Kopie, Klon, wie man es nennen will, Port. Naja, Port. Naja, Port. So halber der Port. Jawoll! Jawoll! Jetzt habe ich T gedrückt. Jetzt ist wieder mal. Jetzt ist wieder. Oh, der drückt keine. Ah, ich bin im Chat oben. Dringend wissen, weil T ist schreiben oder so. Ja. Ja, zurück mal runter. Dann werde ich das Video hochladen für euch. Oh. Naja, leider gibt es keine Killcam oder so. Naja, es ist nur in der Beta. Das sollte da nicht so groß beschweren. Naja, Leute, ich hoffe, dieses wunderschöne Ultra-Pro-Gaming-Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Channel, wenn ihr Swag braucht. Das ging da ab. Das ist der App, wenn du so den Slapdance machen kannst. Na, auf jeden Fall, abonniert meinen Channel und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, Leute. Hallo und herzlich willkommen bei... Oh shit. Wer ist das? Das ist im Arsch. Jo.